wenn man sich dann entscheidet, ein Repetitorium zu machen, das kostet dann zwar ein paar tausend Euro. Das tut weh, keine Frage. Aber man muss sich ja immer überlegen, was passiert denn, wenn mein Examen nicht so gut läuft. Ja, es ist leider so einfach, schlechte Noten gleich weniger Geld. Und ich rede da gar nicht vom kompletten Durchfallen. Ja, und jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, ich mache kein Rep und trotzdem schaffe ich es ganz ordentlich zu bestehen. Aber es dauert ein bisschen länger, ein paar Semester. Ja, das sind Monate oder Jahre, die ich dann später ins Berufsleben einsteige und die ich dann dementsprechend auch noch kein Geld verdiene. Da sind die Investitionen in ein Rep ja, nichts gegen, ja, gemessen an dem Verlust, der dann entstehen kann.